Moin und herzlich willkommen hier aus dem Kreishaus Leer zum Lagebericht für Freitag, den 5. Juni 2020. Wir haben heute keinen neuen Fall dazu bekommen. Insofern bleibt die Lage stabil bei 142 Fällen. 36 Fälle sind davon aktiv. 103 werden als genesen eingestuft. Drei sind ja leider im Zuge der Pandemie verstorben. Insgesamt die Quarantäne beläuft sich auf 82 Personen. Ja, wir hatten heute viel zu tun im Stab, denn das Land hat einen neuen Verordnungstext herausgegeben, der dann ab Montag, den 8. Juni, Gültigkeit hat und da auch nochmal wieder die Dinge etwas normalisiert. Es ist so, dass bei Beerdigungen, aber auch bei Hochzeitsfeiern dann die Teilnehmerzahl von 20 auf 50 erhöht werden kann. Sie können sich aber auch in aller Ruhe die Änderungen sich bei uns auf der Homepage anschauen. Dort sind sie auch nochmal farblich markiert, was sich geändert hat, damit sie das in aller Ruhe dann durchführen können. In der neuen Verordnung ist es so, dass speziell zu den ostfriesischen Inseln keine Vorschriften mehr zu finden sind. Deshalb haben wir auch in Rücksprache mit unseren Kolleginnen und Kollegen auf Borkum, aber auch mit den anderen ostfriesischen Landräten entschieden, dass wir beim Thema Tagestourismus noch eine Allgemeinverfügung auf den Weg bringen, die den Tagestourismus dann noch untersagt, einschließlich bis zum 22. Juni 2020. Man muss schauen, wie sich das ganze Geschehen dann letztendlich entwickelt. Für den 15. Juni hat das Land Niedersachsen auch nochmal wieder eine neue Verordnung angekündigt. Und da geht es nochmal explizit darum, zu regeln, wie in Schulen, aber auch in den Kitas die neuen Regeln dann aussehen werden. Dazu finden Sie auch dann Material zum Nachlesen bei uns auf der Homepage. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende. Bleiben Sie gesund. Bis dahin, Ihr Matthias Grote.